In der roten Ecke Yunus Zaraa. Und jetzt geht Kast. Und in der blauen Ecke Murat Möllenbeck der BC Müller-Dümpten. So, es fehlt noch ein Kampfrichter. Seki Bier, bitte an seinen Platz. Seki Bier. Ringfrei, Runde 1. So, der Kämpfer in der roten Ecke wird betreut von Tobi Detay. Haben wir heute schon einige Male mitgesehen. In der blauen Ecke sind beide Boetari-Brüder als Trainer. kämpfen in der roten Eckgarten Gemeinde, 55 Kämpfe absolviert. Wir kämpfen in der blauen, 50. Ringfrei, Runde 2. So, im Spiel Deutschland gegen Schweden steht es immer noch 0:0. Murat. Und der Sieger dieses Kampfes kommt aus der roten Ecke. Und warten für den nächsten Kampf Ela Wachmann-See vom Boxzentrum Münster und Ela Wachmann-See. Und im Deutschlandspiel steht es immer noch unverändert in der 23. Spielminute. So, ich stehe hier bei der Gelsenkirchener Meisterschaft, die Vorrunden sozusagen, und habe hier zwei gute, aktive Kämpfer und die stellen sich vor. Fangen wir mal mit links an, mit Rot. Laut. Ich bin Yunus Zaraa. Lauter. Ich bin Yunus Zaraa, 22 Jahre alt, 60 Kilo. Meine Kampfbilanz ist 55 Kämpfe, 35 Siege, 20 Niederlagen. Ich bin zweifacher deutscher Meister, der U21 und ja. Und wie sieht dein Werdegang jetzt? Wie weit willst du kommen, sage ich mal, scherzhalber? Ja, erstmal NRW-Meister werden, danach kommt die deutsche Meisterschaft und dann will ich den ersten Platz holen. Nur Goldglanz. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten vom Verein. BC Müller-Dümpten. Mein Name ist Murat Möllenbeck, bin 26 Jahre alt und und habe heute meinen 51. Kampf bestritten, davon 43 Siege, 8 Niederlagen. Ich bin Niederrhein-Meister seit 2013, durchgehend in den Gewichtsklassen 69 Kilo, 64 Kilo und 60 Kilo. Und mein Ziel ist es, zu der deutschen Meisterschaft zu kommen und dort aufs Treppchen zu kommen. Und wie lange habt ihr dann noch vor, aktiv zu bleiben? Ich habe jetzt kein Limit, aber solange es geht, will ich im Boxen bestehen und erfolgreich sein. Es gibt ja noch die Regelung, soweit ich das noch weiß, bis 36, ne? Ja, ich glaube, das wurde sogar erweitert bis 40 Jahre. Aber bei mir ist das so, solange der Körper noch mitmacht, werde ich diesen Sport ausüben. Wenn er nicht mehr mitmacht, werde ich dann nur noch als Trainer oder etwas anderem tätig sein. Aber ich kann euch sagen, ihr könnt, wenn ihr lange trainiert und ständig trainiert, gut und fit sein. Wenn ihr mich jetzt seht, ich trainiere auch noch. Und bin 76 Jahre alt. Also immer Sport machen. Da will ich nicht weiter ausführen jetzt. Ich bedanke mich und wünsche euch trotzdem beiden viel Erfolg, dass eure Ziele nicht zu weit weg sind.